Nein, danke, Percy. Ich weiß was. Du kannst mich doch morgen als meine Schublok begleiten. Ich fahre die Küste hoch nach Aldsborough. Natürlich, James. Jeder hier träumt davon, deine Schublok zu sein. Eines Tages hatte Emily eine Lieferung für Schloss Arvsted. Hallo, Emily! Caitlin, hattest du etwa eine Panne? Nein, aber mein Lokführer hat ein komisches Geräusch gehört. Deshalb macht er eine kurze Kontrolle. So wie es aussieht, wirst du schneller unten im Tal ankommen als ich. Emily dampfte den steilen Hügel hinab. Und dann passierte es. Hilfe! Hilfe! Meine Bremsen funktionieren nicht! Meine Heldin! Dieses Mal musste Caitlin zur Lokwerkstatt gebracht werden. Und Emily war sehr stolz, die Lok zu sein, die sie dorthin bringen durfte. Oh, deshalb schiebe ich nie jemanden an. Das ruiniert mir jedes Mal meine Schürze. Ist das der Grund, weshalb du mich nicht aufs Abstellgleis schieben wolltest? Wegen deiner Schürze? Ja. Entschuldige, Emily. Ich wünschte, ich hätte Puffer vorn dran, genauso wie du. Du bist heute wirklich fantastisch gewesen, Emily. Du bist eine mutige Lok. Jeder von uns hat irgendwann mal eine Panne, Caitlin. Ich habe großes Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Vielen Dank für deine Hilfe. Und ich habe großes Glück, eine Freundin wie dich zu haben, Caitlin. Hilfe! Helft mir! Unterdessen hatte Philipp die leeren Güterwagen im Steinbruch abgeliefert und war auf dem Rückweg zum Rangierbahnhof. Oh, wow! So hilft mir doch irgendwer! Hallo? Wer ist da? Thomas? James, was machst du denn da oben? Huh? Oh! Du bist es. Oh nein, ich hatte einen Unfall. Was, ein Unfall? Komm bloß nicht näher. Ich glaube, ich stürze ab. Schnell, hol Hilfe. Siehst du, James? Ich hab dir doch gesagt, dass ich sehr, sehr stark bin. Ja, vielen Dank. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich wieder auf die Schienen kommen soll. Keine Sorge, ich fahr los und hol Hilfe. Halt, das geht nicht. Zum Glück hatte James Schaffner in der Nähe ein Haus entdeckt. Von dort aus konnte er Hilfe rufen. Hallo? Ich verstehe. Oh je. Und wo genau ist der Unfall passiert? Percy wurde losgeschickt, um Rocky zu holen, damit der James zurück auf die Schienen heben konnte. Oh je, meine prächtige rote Lackierung ist jetzt vollkommen zerkratzt. Na, wenigstens bist du nicht auf den Boden geprallt. Ja, dank mir. Ganz genau, nur dank Philipp. Ja, danke, Philipp. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin einen Angeber genannt habe. Hast du das? Angeber, ja? Na, das musst du gerade sagen, James.
Wer sich mehr Güterwagen ankuppeln lässt, als er ziehen kann, der ist für mich ein Angeber. Es tut mir leid, Sir. Danke, Rocky. James wurde in die Lokwerkstatt gebracht und dort repariert. Und auch Philip musste repariert werden. Aber vorher wollte er allen Loks seine Geschichte erzählen. Ich bin also so schnell ich konnte durch die Brücke gerast und kaboom, ist James genau auf meinem Dach gelandet. Und so habe ich ihn gerettet. Oh. Und als der dicke Kontrolleur kam, hat er gesagt, James ist ein Angeber, weil er so viele Güterwagen angekuppelt hatte. Du bist wirklich eine tapfere kleine Lok, Philip. Und auch stark. Mag sein, aber jetzt gerade, Philip, da bist du der Einzige, der hier angibt. Oh. Ja, aber trotzdem nicht so sehr wie James. Wir müssen unbedingt einen anderen Lokschuppen finden, in dem diese kleine Diesel-Lok schlafen kann. Wow, das ist dann ein erneuter Sieg für das rote Team. Nein, ist es nicht. Die Roten sind die Besten. Nein, die Blauen sind die Besten. Nein, Rot. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer am besten ist. Rote Lok, rote Lok, rote Lok, rote Lok, James. Rote Lok. James. Was? Hätte das Spiel nicht schon anfangen müssen? Wo bleiben die denn? Vielleicht trauen sie sich nicht her. Worauf wartet ihr? Jetzt fangt doch endlich an! Ich sehe nur eine Fußballmannschaft auf dem Feld. Was? Oh, ja. Und wo ist der Schiedsrichter? Oh, oh. Und dann passierte es. Oh, oh. Thomas und James, ich gebe euch beiden eine gelbe Karte. Eine gelbe Karte? Was bedeutet das denn, Sir? Das ist eine Warnung. Ich hatte euch gebeten, heute zusammenzuarbeiten. Doch stattdessen seid ihr gegeneinander angetreten. Noch ein Fehler heute, dann kriegt ihr alle beide die rote Karte. Im Fußball bedeutet eine rote Karte, dass man vom Feld geschickt und vom Spiel ausgeschlossen wird. Wir wollen aber nicht vom Spiel ausgeschlossen werden. Gut. Nach dem Spiel müsst ihr zwei zusammenarbeiten und alle nach Hause bringen. Ganz egal, zu welchem Team sie gehören. Rot oder blau. Oder grün. Thomas, diese Sache mit Rot gegen Blau. Ja, das tut mir leid, James. Wir hätten lieber zusammenarbeiten sollen. Ja. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, sollte man zusammenspielen. Oh. Könnten wir bitte den Ball zurückhaben? Es tut mir leid, Sir. Ich wollte kein Chaos verursachen. Ich werde jetzt vorsichtig sein. Ich verspreche es. Doch die kleine Boxcap-Diesellok wollte Gordon noch immer beweisen, wie schnell sie fahren konnte. Oh. Hallo, große Lok. Ich meine Gordon. Machen wir ein Wettrennen? Ja, ich bin dabei, mich auszuruhen, Philip. Also bitte, lass mich in Ruhe. Ach komm schon, nur ein kleines Rennen. Auf die Plätze, fertig. Los! Wuhu! Lass mich in Ruhe! Gordon wollte nur, dass Philip ihn in Ruhe lässt. Aber der dachte, es wäre das Startsignal gewesen. Oh. Und siehst du, wie
wie schnell ich bin? Du kannst mich nicht einholen. Oh. Ach, du bist's. Wohin bist du denn unterwegs? Ich fahr um die Wette. Wirklich? Mit wem denn? Mit Gordon. Hast du ihn nicht hinter mir gesehen? Nein, habe ich nicht. Das heißt, dass ich gewinnen werde. Ja. Oh, danke. Oh, du bist nicht Gordon. Nein, ich bin Emily. Aber wer bist du? Ich bin Philip und ich fahre gerade ein Wettrennen. Okay. Philip raste den ganzen Weg bis zum Hafen von Brandon. Doch Gordon war nirgends zu sehen. Ich habe gewonnen! Hurra! 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 Philip hat gewonnen! Am Abend fuhr Philip mit seinen neuen Freunden zum Lokschuppen von Tidmouth. Ich bin den ganzen Weg bis zum Hafen von Brandon gefahren und er hat mich nicht eingeholt. Also habe ich das Wettrennen gewonnen. Fragt Emily, wenn ihr mir nicht glaubt. Viel Glück fürs nächste Mal, Gordon. Ich habe das Wettrennen ja noch nicht mal mitgemacht. Ich habe ja gesagt, ich bin schnell. Gehörst du denn nicht in einen anderen Lokschuppen mit den anderen Dieselloks? Doch, ich möchte lieber bei meinen neuen Freunden bleiben. Philip? Kein Problem, ich kann hinter dir schlafen. Ihr werdet gar nicht merken, dass ich hier bin. Und gleich morgen, kleiner Philip, werde ich die Gelegenheit nutzen, dir zu zeigen, wie schnell ich wirklich fahren kann. Alles klar, Gordon. Wir werden nie und nimmer rechtzeitig auf Schloss Callan ankommen für meine Rede. Oh, was ist denn hier passiert? Mr. Percival. Eure Hoheit? Wir beide müssen unbedingt zum Schloss Callan, aber ich glaube nicht, dass wir noch dorthin kommen. Bertie hat einen platten Reifen. Kein Problem. Ich werde sie hinbringen. Oh, so ein entzückendes kleines Fahrrad. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr Rad gefahren. Ich schätze, ich könnte mich auf die Lenkerstange setzen. Nein, nein, nein. Sie warten hier und ich kümmere mich um Unterstützung. Ich sage es doch immer, zwei Reifen eilen zur Rettung. Hallo? Hallo, ist dort das Rettungszentrum von Sodor? Wir brauchen Hilfe. Du meine Güte! Steigen Sie ein, Hoheiten. Ich werde Sie zu Schloss Callan fliegen. Beeindruckender Auftritt. Aber wo ist Spencer? Das werde ich Ihnen nachher ganz ausführlich beim Essen erzählen. Vielen Dank, Harold. Es war mir eine Ehre, Hoheit. Wie beschämend, diese Panne ganz aus dem Nichts. Naja, wenigstens ist dein Ventil jetzt repariert, Spencer. Und mein platter Reifen wurde auch ausgewechselt. Nach dem ganzen Chaos weiß ich immer noch nicht, wie viele Räder am besten sind. Eigentlich ganz lustig, so auf zwei Reifen. Aber ich glaube, mein Auto ist mir trotzdem lieb. Oh. Autsch! Oh. Oh. Naja, am Ende hat Harold alles gerettet.
Und das vollkommen ohne Räder. Oh! Oh nein! Ich traue mich nicht hinzusehen. Was passiert denn? Er steckt fest und die Brücke ist dabei zu zerbrechen. Mach schon, Steven. Nur noch ein kleines bisschen weiter. Oh, oh, ich dampfe so fest ich kann. Oh. Komm schon, alter Junge. Du kannst es schaffen. Der Schnellzug fährt durch. Stopp! Anhalten! Anhalten! Stopp! Stopp! Geht aus dem Weg! Räumt die Schienen! Halt an, Gordon! Stopp! Halt! Anhalten! Mach die Schienen für mich frei, du alberne kleine Lok. Du bist viel zu langsam, um wirklich nützlich zu sein. Oh, Steven, du... Du hast mich gerettet und meine Passagiere auch. Ich... Ich glaube, er will sagen, danke, Steven. Der dicke Kontrolleur kam, um sich den Schaden an der Brücke anzusehen. Also, ihr beide habt auf jeden Fall ein schreckliches Unglück verhindert. Für Steven war die Gefahr am größten, Sir. Er musste über die Brücke fahren, um Gordon aufzuhalten. Wir sind sehr stolz auf euch beide. Heute seid ihr keine wirklich nützlichen Lokomotiven. Ihr seid wirklich nützliche Helden. Während die Hängebrücke repariert wurde, mussten alle Loks sie so langsam überqueren wie der langsame Steven. Schon, Gordon. Die Rakete fährt jetzt durch. Oh. Stephens unerschrockene Heldentat lockte noch mehr Besucher nach Schloss Alvsted als zuvor. Und sie machte den langsamen Steven beliebter denn je.